Sommer 1997. Die 17-jährige Maike Thiel verschwindet spurlos. Sie ist im 8. Monat schwanger. Bis heute wird ihre Leiche nicht gefunden. Das war in meiner Karriere als Vorsitzender einer Strafkammer schon einmalig. Schnell geraten Maike Thiels Ex-Freund Michael S. und seine Mutter in Verdacht, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Doch erst 16 Jahre später kommt es zum Prozess und zu einem bemerkenswerten Urteil. Denn bis heute gibt es keine Leiche, keine Waffe, kein Tatort und kein Geständnis. Das vermutete Motiv? Man wirft mir vor, dass ich meinen Sohn angestiftet habe, einen Mord zu begehen, wegen Einsparung des Unterhaltes. Was ist mit Maike Thiel passiert und wann reichen Indizien für eine Verurteilung? Wir begeben uns auf Spurensuche. Hennigsdorf bei Berlin 1997. Nicht weit von hier lebt die 17-jährige Maike Thiel gemeinsam mit ihren Eltern. Von ihrem Freundeskreis wird Maike als lebenslustig beschrieben. Sie ist im 8. Monat schwanger, freut sich auf das Kind. Es soll Charlene heißen. Als Maike schwanger wird, sind ihre Eltern nicht begeistert. Auch ihr Ex-Freund Michael und seine Mutter Christine S. sind gegen das Kind. Doch sie setzt sich durch, sie will das Kind behalten. Am Morgen des 3.7.1997 hat sie noch einen Termin zur Schwangerschaftsvorsorge. Danach verliert sich jede Spur. In Hennigsdorf wird 1997 intensiv nach Maike gesucht. Auch ihre Familie und Freunde werden befragt. Schnell geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Es gäbe keinen Grund für Maike, einfach abzuhauen. Sie hätte gerade erst das Kinderzimmer eingerichtet. Michael S., der Vater des ungeborenen Kindes und seine Mutter, geraten unter Verdacht. Michael S. trennt sich von Maike, als er von ihrer Schwangerschaft erfährt. Er will keinen Unterhalt zahlen. Seine Mutter Christine S. hat von Maike verlangt, das Kind abzutreiben. Die Polizei durchsucht das Haus, in dem die beiden gemeinsam leben. Ein Notizzettel wird beschlagnahmt, darauf sind ein Datum und eine Uhrzeit notiert. Es ist der Vorsorgetermin von Maike Thiel in der Klinik. Der Ex-Freund und seine Mutter Christine wussten also offenbar von dem Termin. Bei Vernehmungen gibt die Mutter an, sie könne sich nicht genau erinnern, was die Notiz bedeuten sollte. Sie gehe aber davon aus, es sei ein Termin bei einer Autowerkstatt gewesen. Die Aussage einer Freundin von Maike Thiel erhärtet den Verdacht. Sie erzählt, dass sie Michael S. am Morgen von Maikes Vorsorgetermin genau hier, eine Straße neben der Klinik, im Auto gesehen habe. Er soll sie sogar gegrüßt haben. In polizeilichen Vernehmungen räumt Michael S. ein, dass es tatsächlich zu einer Begegnung an jenem Morgen gekommen sei. Aber er habe lediglich im Auftrag seiner Mutter einen Zettel bei einer Freundin einwerfen wollen, sei deshalb in der Nähe des Krankenhauses gewesen. Trotz der Verdachtsmomente kommt es zu keiner Festnahme. Es gibt keine ausreichenden Beweise dafür, dass Michael S. und seine Mutter etwas mit dem Verschwinden von Maike zu tun haben. Fast zwei Jahrzehnte lang bleibt ungewiss, was mit Maike passiert ist. Doch dann kommt der Fall wieder ins Rollen. 15 Jahre nach Maikes Verschwinden zeigt Aktenzeichen XY den Fall. Die Polizei hofft, an neue Hinweise zu kommen. Es geht um diese junge Frau, Maike Thiel. Von einer zur anderen Sekunde ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Wenn Sie der Kripo in diesem Fall helfen können, zögern Sie nicht, rufen Sie bitte an. Nach der Ausstrahlung erhalten die Ermittler Hinweise, dass eine alte Freundin von Michael etwas weiß. Wir nennen sie Doreen L. Sie wurde schon 1997, kurz nach Maike Thiels Verschwinden, vernommen, ohne Ergebnis. Jetzt, 15 Jahre später, bricht sie in der Vernehmung ihr Schweigen. Michael habe ihr erzählt, dass seine Mutter etwas geplant und einen Vorschlag gemacht habe. Maike habe verschwinden sollen. Später hätte Michael ihr dann gestanden, dass er mit einem Helfer vor dem Krankenhaus auf Maike gewartet habe. Danach seien sie mit ihr in den Wald gefahren und dort sei etwas passiert. Er sei überrascht gewesen, dass es wohl gar nicht so einfach sei, einen Menschen so wörtlich um die Ecke zu bringen. Es gehe nicht so schnell, wie man es im Fernsehen sehe. Außerdem sagt Doreen L. aus, dass ihr eine große Bisswunde an Michaels Arm aufgefallen sei. Ein Zeichen für einen Kampf? Die Polizei beginnt noch einmal nach Maike Thiel zu suchen. Dabei werden auch Cadaver Dogs eingesetzt. Die Spürhunde können Leichengeruch auch nach Jahren noch aufspüren. Ein ganzes Waldstück wird umgegraben. Die Arbeiten dauern viele Wochen, doch die Polizei findet nichts. Es meldet sich eine zweite Frau bei der Polizei. Wir nennen sie Saskia A.
Sie ist eine Ex-Freundin von Michael und sie belastet ihn schwer. Auch ihr solle den Mord gestanden haben. Für die Ermittlungsbehörden fügt sich langsam ein Bild zusammen. Michael S. ist jetzt dringend tatverdächtig. Auch seine Mutter soll an der Tat beteiligt gewesen sein. Man wirft mir vor, dass ich meinen Sohn angestiftet habe, einen Mord zu begehen an dieser Maike Thiel, wegen Einsparung des Unterhaltes. Direkt nach dem Verschwinden von Maike Thiel haben beide noch mit der Polizei gesprochen. Nun schweigen sie. Dennoch kommt es zur Anklage. Am 13.05.2013 beginnt vor dem Landgericht Neuruppin der Prozess gegen Michael S. und seine Mutter Christine S., 16 Jahre nach Maikes Verschwinden. Für die Angeklagte ist die Eröffnung des Prozesses nicht nachvollziehbar. Ich kann nur einen Mord begehen, wenn ich auch eine Leiche habe. Ne? Wenn ich aber nicht weiß, ist es ein Verschwinden oder ist es wirklich ein Mord, dann kann ich nicht von einem Mordfall in dem Fall ausgehen. Die alles entscheidende Frage, über die der Richter entscheiden wird, lässt sich ein Mord ohne Leiche beweisen? Vor Gericht werden Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Doreen L. laut. Michaels langjährige Freundin Doreen hatte psychische Probleme, die es ihr schwer gemacht haben sollen, mit der Polizei zu sprechen. Erst auf Druck der Beamtin rückt sie mit ihrem Wissen heraus. Dabei widerspricht sie sich mehrfach und nimmt frühere Aussagen zurück. Auch sie selbst zweifelt an ihrem Erinnerungsvermögen. Ich habe Angst davor, dass ich Gesagtes und Dazugedachtes durcheinander bringe. Kann es also sein, dass ihre Erinnerung sie trügt, Michael S. den Mord ihr gegenüber nie gestanden hat? Ich bin mit Lydia verabredet, der Kriminalpsychologin in unserem Team. Aus ihrer Sicht sprechen dennoch zwei relevante Aspekte für die Glaubwürdigkeit von Doreen L. Sie berichtete, Michael sei überrascht darüber gewesen, dass Maike nicht so schnell gestorben sei, wie er es erwartet hätte. Das ist ein häufiges Phänomen, dass Menschen, die einen anderen töten, überrascht sind über die Tatsache, dass es nicht so abläuft, wie sie es aus filmischen Darstellungen kennen. Ein ganz wichtiger weiterer Aspekt ist, dass eine andere Person, die die erste Zeugin überhaupt nicht kannte, eine sehr, sehr übereinstimmende Aussage tätigte. Doreen L. verfügte also über Täterwissen, das man sich nicht ausdenkt. Und ihre Aussagen decken sich mit denen der zweiten Zeugin, Saskia A. Und dann gibt es da ja noch die Reihe der Indizien. Fassen wir also nochmal zusammen. Es gibt mehrere Zeugenaussagen, die Michael S. und seine Mutter schwer belasten. Es gibt einen Notizzettel mit dem Datum der Untersuchung von Maike. Es gibt eine Zeugin, die Michael in der Nähe des Krankenhauses am Tag des Verschwindens gesehen hat. Vor Gericht versucht die Staatsanwaltschaft außerdem, die vermeintliche Bisswunde einzuführen, die Doreen bei Michael gesehen haben will. Wenn Maike Michael im Kampf gebissen habe, dann, so die Vermutung, müsste heute an seinem Arm eine Narbe zu sehen sein. Zwei Rechtsmediziner werden hinzugezogen. Doch sie können nicht mit Sicherheit sagen, ob sich eine Narbe auf dem Arm befindet. Denn der ist inzwischen voll tätowiert. Und da ist noch die Sache mit dem Geld. Insgesamt 4.800 D-Mark wurden einen Tag vor und einen Monat nach Maike Thiels Verschwinden von Michael S. Konto abgehoben. Ein möglicher Nachweis für einen Auftragsmord, so vermutet die Staatsanwaltschaft. Gibt es also einen weiteren Tatverdächtigen? Doreen bringt bei ihrer Aussage Manfred S. ins Spiel. Das ist ein alter Freund von Michaels Mutter. Sie glaubt, dass Manfred S. Michael dabei unterstützt hätte, Maike zu ermorden. Immerhin hatte er ihr gegenüber von einem Helfer gesprochen. Manfred S. erscheint vor Gericht. Die Aussage verweigert er. Das Gericht hält eine damalige Tatbeteiligung dennoch für wahrscheinlich. Wegen seines gesundheitlichen Zustands kann gegen den inzwischen 80-Jährigen jedoch keine Anklage erhoben werden. Bis heute bleibt das Geld verschwunden. Michael S. gab damals bei der Polizei an, er habe es für sich selbst abgehoben, hätte ein Auto gekauft. Doch der Mercedes wurde erst 3 Jahre später auf ihn angemeldet. Viele Indizien, die Michael S. und seine Mutter in einen Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen bringen können. Außerdem gibt es keinen weiteren Verdächtigen. Die Angeklagten sind sich zu diesem Zeitpunkt jedoch sicher, dass das für eine Verurteilung nicht ausreicht. Ich komme mir mal so vor, als wie einen Hauptschuldigen brauchen wir unbedingt. Ach, da haben wir ja jemanden. Und das reicht dann für 25 Jahre Gefängnis? Weiß ich nicht. Ihre Verteidiger fordern nicht nur Freispruch, sondern auch eine Entschädigung für die monatelange Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hingegen plädiert auf Mord. Der Prozess ist irre kompliziert. Er zieht sich über ein ganzes Jahr.
Und wenn eine Tat nicht zweifelsfrei bewiesen werden kann, dann gilt in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Aber in Deutschland gilt auch der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung. Für eine Verurteilung reicht es also, wenn der Richter nach der Beweisaufnahme und der eingehenden Prüfung der Zeugen der Überzeugung ist, dass die Angeklagten schuldig sind. Gerd Wegner war der Richter im Verfahren gegen Michael S. und seine Mutter Christine. Ein Urteil auf Basis von Indizien, für ihn nicht leicht. Das hat den Prozess natürlich sehr erschwert. Ein Indiz ist ja ein mittelbarer Beweis, ein Hinweis auf einen bestimmten Sachverhalt, der aber nicht unbedingt zwingend passiert sein muss. Um ein Urteil fällen zu können, muss ein Richter von den Hinweisen überzeugt sein und alle Zweifel ausräumen. Zweifel gehen zugunsten des Angeklagten. Ich habe auch viele Freisprüche deshalb machen müssen. Aber ob Zweifel bestehen, wird nach menschlicher Vernunft bestimmt. Schlussendlich hat sich in diesem Prozess für ihn ein klares Gesamtbild ergeben. Das sind so diese Geschichten, die, wie man puzzelartig durch Indizien dann doch zu einer festen Überzeugung kommt, es kann nicht anders gewesen sein. Da blieb kein Zweifel übrig. Am 9.7.2014 verkündet das Gericht das Urteil. Michael S. wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Das Motiv: Habgier. Er habe die drohenden Unterhaltspflichten gegenüber dem zum Zeitpunkt der Tat noch ungeborenen Kind aus dem Weg räumen wollen. So das Urteil. Christine S. wird wegen Anstiftung zum Mord verurteilt. Es wird davon ausgegangen, dass sie ihrem Sohn genau vorgerechnet habe, wie viel Geld er im Laufe seines Lebens für das Kind zahlen werde. Sie habe den Mordplan gefasst und den Mittäter Manfred S. engagiert. Das Gericht kennt bis heute nicht den genauen Tatablauf. Die Leiche von Maike Thiel wurde nie gefunden. Es wird davon ausgegangen, dass Maike im Auto von Manfred S. erwürgt wurde. Michael habe mit seinem Arm nachgeholfen. Christine S. sitzt inzwischen in der JVA Luckau-Duben ein. Die verurteilte Mörderin beteuert immer noch ihre Unschuld. Ich habe alles verloren, das stimmt, aber mein Leben danach wird sein, dass ich die Öffentlichkeit aufkläre, dass ich weiterkämpfe bis zum Lebensende. Die Verteidiger gingen zwar in Revision, doch der Bundesgerichtshof hat das Urteil inzwischen geprüft und bestätigt. In einem Indizienprozess gibt es keine klaren Beweise, nur Zeugenaussagen und Hinweise. Das Gericht muss akribisch jedes Detail zusammensetzen, um zu einem Urteil zu gelangen. In diesem Fall ist sich das Gericht sicher, es war Mord, auch ohne Leiche. Was denkst du über den Fall? Schreib's mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonnier doch gerne unseren Kanal und aktivier die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und hast du schon unser letztes Video gesehen? Es geht um den Fall Patty Hearst. Unsere Kriminalpsychologin Lydia erklärt anhand dieses Falles, was das Stockholm-Syndrom ausmacht. Und hier, bei True Doku, geht es um Jessica, die ihren verschwundenen Bruder sucht.